Stammfunktion von Sinus und Cosinus. Da können wir immer von mal ausgehen, dass wenn wir eine allgemeine oder sagen wir ruhig für die Basis Sinus- oder Cosinusfunktion haben, dann können wir das Ganze nach diesem Integrationskreislauf berechnen. Sinus x, die Stammfunktion von Sinus x ist minus Cosinus x. Die Stammfunktion von minus Cosinus x ist minus Sinus x. Die Stammfunktion von minus Sinus x ist plus Cosinus x. Und die Stammfunktion von Cosinus x ist wieder Sinus x. Das Ganze wollen wir uns jetzt aber auch nochmal angucken an 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beispielen. Und wenn du noch eine andere Funktion kennst, die wir hier noch nicht besprochen haben, oder eine andere Funktion einfach mal besprochen haben willst, Sinus und Cosinus, dann melde dich per Kommentar. Auf Sinus x und Cosinus x, wenn man erstmal das mit dem Integrationskreis drauf hat, kann man alle weiteren Integrationsregeln, wie zum Beispiel die Faktorregel oder die lineare Kettenregel, anwenden. Natürlich geht das auch mit der Summenregel. Hier haben wir jetzt im Moment erstmal nur die Beispiele. Es kommt ja gleich noch Einsatzbeispiele. Wenn wir hier einen Faktor haben, dann können wir genauso gut den Faktor vor das Integral schreiben. Das lasse ich jetzt mal aus hier und können dann ganz normal integrieren. Das heißt, hier steht eigentlich Sinus x. Das ist das gleiche Ergebnis wie hier oben, nur dass wir hier die 3 davor haben und dementsprechend ist das Ergebnis auch sehr ähnlich. Minus 3 Cosinus von x plus c, rums, fertig. Jetzt haben wir hier die lineare Kettenregel. Das heißt, wir müssen hier erstmal ein Zwölftel davor schreiben. Das ist nämlich der Kehrwert von dem Wert vor dem x. Wir haben hier vorher, können wir nicht vorher, aber es gibt ein Video, stammeln Sie jetzt, das zur Flächeninhaltsfunktion was sagt und dabei auf die lineare Kettenregel eingeht. So, jetzt haben wir hier also das 1 Zwölftel stehen und Sinus von der Klammer ist mal minus Cosinus von der Klammer und dann haben wir noch plus c hinten dran und sind auch hier fertig. Ja? Dazu kommen jetzt gleich noch mehr Beispiele. Hier haben wir Sinus x plus 7, x plus 7. Wir haben eine 1 vor dem x stehen. Die 1 lässt man weg, weil einmal x ist x. Sinus wird zu minus Cosinus und da sich durch die lineare Kettenregel nichts ändert, wenn hier vor dem x keine Zahl steht, haben wir als Stammfunktion minus Cosinus von x plus 7 plus c und auch hier sagen wir fertig. Jetzt auch wieder eine gern genommene Stammfunktion, Integral von Sinus von minus x dx. Aber auch das ist nur eine Kettenregel, denn hier steht eine minus 1 davor. Das heißt, wir können sagen, dass Sinus erst einmal minus Cosinus von minus x ist, plus c. Und dann haben wir noch mal minus 1. Und mal minus 1 ergibt hier, dass sich das Vorzeichen vor dem Cosinus umdreht. Und dann steht da plus Cosinus von minus x plus c. Und hier bei so einer Aufgabe immer erstmal aufpassen. Wir haben nämlich jetzt hier alle Regeln drin, die bisher drin waren. Einmal die Summenregel, einmal die Faktorregel und einmal die lineare Kettenregel. Plus den Integrationskreis. Was muss man jetzt als erstes anwenden? Als erstes würde ich vorschlagen, dass man die Faktorregel anwendet. Denn die Faktorregel besagt nur, dass der Faktor hier vorne oder vorne vorstehen bleibt. Dann würde ich vorschlagen, kommt der Integrationskreis zum Tragen. Und zwar ist Cosinus x ist hochgeleitet, aufgeleitet oder auch integriert ist Sinus. Nach der Kettenregel hier ist ein halb x plus 7 bleibt gleich. Dann müssen wir hier mit dem Kehrwert vor dem x, wenn das die Kettenregel sein soll, mit dem Kehrwert vor dem x nochmal nehmen, also mal 2. Und ganz zum Schluss, und das habe ich in meinen persönlichen Aufzeichnungen, bevor ich dieses Video gemacht habe, auch erstmal wieder falsch gemacht, ist nämlich hier ist die Summenregel, da kommt minus 2x, denn an jede Zahl, die einfach so irgendwo im Raum rumsteht, als Summe verknüpft ist, kommt einfach ein x dran. Plus c und fertig ist auch dieses hier. So,
Hier kann es beliebig noch erweitert werden. Es kann auch sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wenn, hau mir auf die Schnauze. Ah nein, tu es nicht. Gewalt ist keine Lösung. Schick mir lieber einen Hinweis, dann ändere ich das, damit alle weiteren Zuschauer eine richtige Aufgabe haben. Aber ich bemühe mich schon immer, das richtig zu machen.